Und damit geht's schon zur zweiten Strecke, Out of Blue, in Yokohama. Das nächste Projekt, was ich machen möchte, ist schon fix in der Pipeline, beziehungsweise ist in Planung. Natürlich noch nicht angefangen, das fange ich erst an, wenn ich das Spiel durch habe. Aber es ist inzwischen schon mehr oder weniger alles geregelt. Ich möchte einfach mal so viel sagen, es ist. Nein, glaube ich, habe das schon mal gesagt. Bitte erinnere mich daran, ob ich das schon mal gesagt habe oder nicht. Was das nächste Projekt sein könnte. Oder ist. Da kann ich näher drauf eingehen. Weil ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob ich bereits schon mal was gesagt habe oder ob ich. Stillschweigen gewahrt habe. Aber ich kann einfach jetzt schon sagen, das nächste Projekt habe ich schon im Kopf. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wird wahrscheinlich ein relativ langes Projekt sein. Ich gehe da locker von 90 bis fast 120 Teilen aus. Wenn so eine 20 Teile sind, dann könnte es locker 20, ja nicht ganz 20, weil ich wahrscheinlich Semesterferien haben wir irgendwann und da kann ich locker mehr zocken. Auf jeden Fall, solange das Semester weitergeht, wird immer nur ein Video pro Tag kommen. 1 à 20 Minuten. Sobald ich Semesterferien habe, werde ich wieder auf 2 Videos pro Woche umsatteln. 2 Videos pro Tag, so. Nicht zu vergessen, ich werde natürlich, nachdem Formel 1 95 abgeschlossen ist, werde ich das nächste Projekt, die nächste Formel 1 starten. Und das wird sehr, sehr wahrscheinlich F1 Pole Position 64 sein, für die Nintendo 64. Sehr wahrscheinlich. Noch nicht ganz sicher. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit wird es dieses Spiel sein. Das einzige andere Spiel, was ich hier noch spielen könnte, was die 96er Saison beinhaltet, wäre F1 Racing Simulation. Läuft auch bei mir noch nicht flüssig. Und ich habe bis dahin noch keine Zeit, das anzuschauen, warum es nicht flüssig läuft. Hatte eben genug zu tun, auch mit diesem Spiel. Ich habe hier extrem viele Fahrzeuge sammeln. Das ist eine Knochenarbeit. Bis ich hier pro Team alle Fahrzeuge gesammelt habe, bin ich locker 4 oder 5 Stunden dran. Und diesmal habe ich ja noch zusätzliche Arbeit gemacht, weitere Fahrzeuge gesammelt für ein drittes Team. Das heißt, ich war gute 13 Stunden oder so am Farmen. Den Sonntag habe ich nur dazu aufgewendet, Fahrzeuge zu gewinnen.
Normalerweise mache ich am Dating-Tag Hausaufgaben. Damit ist auch die zweite Qualifikationsrunde des zweiten Heats geschafft. Problemlos. Folgesiege in der zweiten Qualifikation, das ist unglaublich. Ich kann mich etwas wünschen. Gesamtsieg. Ich will den Gesamtsieg erreichen. Den wirst du bekommen, Fräulein. Den wirst du bekommen. Aber den würdest du auch bekommen, wenn wir zweimal Dritte, zweimal Zweiter und dann immer Erster werden. Also, nächstes Rennen wieder in Yokohama. Wir bleiben gleich da. Und bekommen dafür den Likorn. Beziehungsweise den Chile Vertigo. Hast du den schon gesehen? Wir haben für dich ein Top-Auto besorgt. Jo, habe ich gesehen. Dankeschön. Ich habe übrigens ja noch, wie ihr gesehen habt, habe ich ja noch weitere Fahrzeuge gesammelt für die ich habe noch weitere Fahrzeuge gesammelt für die Teams, für die ich gefahren bin im Let's Play. Und da haben sich natürlich die Dialoge ein bisschen verändert. Sophie war zum Beispiel ziemlich enttäuscht, dass wir ihn nicht gewonnen haben. Ja, tut mir leid, ich muss das leider machen, wenn ich alle Fahrzeuge haben möchte. Gibt da nicht wirklich eine andere Wahl. Gibt da leider nicht wirklich eine andere Wahl. Ist leider so. Das so machen. Jedenfalls haben sich die Dialoge ziemlich geändert. Beim Shinji Yazaki hat sich das von der Laune her eigentlich nicht groß bemerkbar gemacht. Er war immer etwa gleich drauf. Also sprich, wenn ich gute Resultate erzielt habe, war ich skeptisch. Wenn ich schlechte Resultate erzielt habe, beziehungsweise Minimalanforderung, war er eher so, ja, ich habe das erwartet, dass das so ist. Kommt schon gut. Und Sophie, die war bei dritten Plätzen sehr enttäuscht und bei zweiten Plätzen, ja, eigentlich auch. Bei zweiten Plätzen war sie auch enttäuscht. Natürlich nicht so stark, aber ein Unterschied mit Tag und Nacht. Also dieses Rennen ist abgeschlossen, soweit so gut. Endlich hat deine Legende begonnen. Ich habe mich erschrocken, dass der Wagen so schnell fuhr. Ich gratuliere zu deinem Sieg. Danke. Ja, logisch, sie sagt schon noch viel mehr, aber mehr als den ersten Text lese ich nicht mehr. Und den ersten Text lese ich auch nur, damit ich was gelesen habe. Damit ich nicht gleich ganz herzlos bekomme. Thank you.
auf die Sache. Ich habe schon relativ viel für meine Verhältnisse gesagt. Ich habe in 2 Wochen schon die ersten 2 Prüfungen. Das ging schnell. Normalerweise haben wir erst dann so viele, haben wir erst dann so viele Prüfungen, wenn wir mehrere Tage, in der Woche Schule haben. Hatte ich zum Teil nach 5 Wochen erste Tests. Aber die starten eigentlich bei der BFH bzw. in den höheren, ach komm schon, ich wollte es mal sagen. Ich vergesse jetzt mal, was ich sagen wollte. In der Fachhochschule zumindest die letzten 3 Semester war es immer so, dass ich die ersten 5 oder 6 Wochen keine Prüfung hatte. Und erst dann in der 7. hat es angefangen. 6. maximal. In der 7. hat es dann angefangen. Da hatte ich die ersten Tests. Und danach hat es wieder etwa hat gedauert, dann Woche 10 oder 11 gab es die nächsten Tests. In der Woche 15, 14, 15, 16 gab es die letzten Tests ungefähr. Aber diese Prüfung hat einen ganz guten Grund, warum sie schon so früh ist. Das eine ist Physikpraktikum. Da haben wir mehrere Wochen Zeit, das zu machen, und haben uns jetzt entschieden, das am 23. März zu machen. Welches müssen wir uns noch entscheiden? Die zweite Prüfung ist eine Sensorikprüfung. Also das ist wirklich ein guter Grund, weil Sensorik dauert nicht 16 Wochen, sondern 8. 8 Wochen dauert das. Dann gibt es noch eine zweite Prüfung, das wäre dann eine Präsentation über so ein Gerät oder sonst was. Ja. Zum Beispiel Blitzer, wie der mit Sensoren funktioniert und das, wie er mit anderen Sensoren funktionieren würde. Jo. Das ist nicht der Weise. Zwei Noten und mit den 2 Noten haben wir sich dann natürlich entscheiden, ob ich das Modul überstanden habe. Das wäre dann schon nach 8 Wochen. Und danach hätte ich wieder weniger Stress. Also weniger Stress. Das Problem bei Sensorik ist dieses, dass ich das für ein anderes Fach sozusagen 2 Siege in Folge und Disqualifikation. Wahnsinn. Vielleicht schaffen wir hiermit eine neue Legende. Jo, schauen wir mal. Das Problem an Sensorik ist, dass dieses Wahlmodul und von der Unterrichtszeit her sich mit 2 anderen Fächern kreuzt. Und das ist das Problem. Weil um dieses Modul zu besuchen, verpasse ich damit andere Module, die vielleicht ebenfalls wichtig sind. Mathe zum Beispiel, Mathe verpasse ich so.
das dann halt zu Hause nochmal anschauen. Und dann wegen der Statistik und Analyse ist beides zusammen. Aus welchem Grund auch immer das sein muss. Statistik ist so eine Sache, da gibt es schon ein paar Formeln, die sind hilfreich. Und für mich sehen mehr oder weniger so, dass ich halt dann nach Gefühl arbeiten muss. Das ist nicht immer die gleiche Regel. Das von der Aufgabenstellung muss ich wissen, welche Regel greift, welche Formel ich anwenden muss. Danach ist es eigentlich, ich würde nicht sagen einfach, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich hier extrem aufpassen muss. Ich könnte sehr, sehr schnell eine Formel verwenden, die Aufgabenstellung eigentlich nicht richtig beschreibt. Das wäre natürlich nicht so cool. Irgendwann kann man das ja auch natürlich zu Hause nachlösen. Das ist nicht unbedingt das Problem. Ist aber natürlich schon schade, wenn man die Zeit eben nicht im Unterricht, sondern zu Hause verbringen muss, weil man schlicht einfach nicht kommen kann. Das überrascht mich jetzt, dass eigentlich keine gute Runde für den Rekord. Aber wir haben natürlich noch andere Fächer und Module. Ich muss eines wiederholen. Ich muss für eine Prüfung nochmal büffeln, damit ich da das Modul wieder bestehe. Beziehungsweise endlich bestehe, weil ich beim ersten Mal ein bisschen versagt habe. Dazu muss ich natürlich noch die Fächer, die ich normal habe, auch noch rocken. Was mir hoffentlich gelingt, weil ich glaube, Mathe sollte schon irgendwie gehen. Was haben wir noch? Chemie muss auch irgendwie klappen. Physik ist Wärmelehre, das müsste eigentlich auch gehen. Dann haben wir noch Kommunikation, das ist für mich immer ein bisschen ein Problem gewesen. Auch schon beim letzten Test, den ich hatte. Hey, wusstest du, dass niemand außer dir bisher 3 Finalsiege und Disqualifikation erreicht hat? Nö, wusste ich nicht. Oh, müde. Also,
Arsch Solo. Ein Rennen, dann habe ich das abgeschlossen.